So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Sim Airport Live und in Farbe. So, pass mal auf, wir haben letztes Mal die komplette Empfangsgeschichte umgebaut und ich habe ganz, ganz tolle Tipps auch bekommen. Zum Beispiel von dem Christian. Der sagte auch, die Straßen kann ich ja unterirdisch machen, das wissen wir ja schon. Die Idee war gar nicht mal so voll doof, wenn wir könnten ja locker flockig, also hier nochmal eine Abfahrt machen und hier einfach die Anreise. Zone hier anbauen. Dann kommen die hier, reisen hier an. Dann könnten wir theoretisch hier das Gebäude bis nach vorne hinziehen. Dass wir sagen, wir haben nur einen sozusagen einen Empfangsbereich, dass sie auf eine Seite reinkommen und auf der anderen Seite halt eben die Abreise haben. Das könnten wir natürlich machen. Die Idee ist nämlich auch super. Das können wir nämlich locker. Also das wäre echt eine super Idee. Die Abfallzone, die möchte ich am liebsten mal umbauen. Dass die einmal hier verschwindet. Dass wir die, guck mal hier oben, hier haben wir oben ja noch massenhaft Platz hier. Hier oben haben wir ja noch massenhaft Platz. Hier können wir die Abfallzone hier oben nämlich hinbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Das wäre nicht das Thema. Und nochmal vielen Dank an den Tobias. Der hat mir nämlich geschrieben und gesagt, dass die Hubs, die können wir selber entscheiden, wo die Ein- und Ausgänge haben. Habe ich auch leider nicht mehr auf dem Zettel gehabt, sozusagen. So, vielen Dank dafür. Ich werde mir das. Warte mal, können wir gleich mal gucken. Wenn ich mich hier anklicke, zack, da haben wir es nämlich. Das habe ich gar nicht gewusst oder gar nicht auf dem Plan gehabt. Da können wir nämlich sagen, was haben wir hier? Ein- und Ausgänge. Ich kann nämlich sagen, ich will überall Eingänge haben und keine Ausgänge. Oder ich will hier überall doppeltourige Geschichten haben. Hier Knotenpunktteile. Das will ich alles hier haben, die H2H. Das kann ich selber entscheiden. Und, ja, vielen Dank für den Tipp, Mensch. Dann haben wir dieses Hin- und Hergedüdel nicht. Dann können wir nämlich selber entscheiden, wie wir hier rein wollen. Sehr cool. So, pass mal auf. Jetzt wollen wir mal schauen. Das ist Keller unten. Wir wollen ganz nach oben. So, meine Idee ist nochmal, wenn wir die Abfallzone zum Beispiel, wenn wir die Abfallzone hier drüben auf dieser anderen Seite hinbauen, hier drüben hin, dass wir da den Abfall hinbekommen, damit wir das vom Gebäude weg haben, die Ankunftszone, dass wir das zum Beispiel hier weiter hochziehen und sagen, unsere Mackies, die kommen nämlich hier rein. Wenn ich jetzt mal hier runtergehe, zack, hier unten, in dem Bereich kommen die rein. Und dann geben wir denen einfach hier oben, da, sagen wir hier Aufgang, dass die da hochfahren, von da aus, und hier sich verteilen und hier unten wieder rauskommen, sozusagen. Hier unten wieder rauskommen, dann haben sie den Weg nämlich verkürzt. Dann brauchen sie nämlich nicht von hier extra nach oben fahren. Also erstmal hier reinkommen, hier schauen, dann hier auf die Rolltreppe in den ersten Stock rein, sich hier verteilen und hier unten runter und von da ganz oben ganz darunter laufen. Ist natürlich mörderlang. So, wir wollen mal sehen, dass wir das vielleicht ein bisschen verkürzt bekommen. Das wäre natürlich praktischer eigentlich, ne? Wesentlich praktischer, wenn wir das so machen würden. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Müssen wir erstmal natürlich die ganzen. Ich lasse das mal langsam weiterlaufen hier, ne? Die ganzen Müllcontainer müssen erstmal weg und so weiter. Was ich auch festgestellt habe, wir hatten doch letztes Mal diese dermaßen derben Ruckler, dass es so unheimlich geruckelt hat. Ich hätte einfach nur mal abspeichern sollen und dann wäre die Sache gerettet gewesen. Dann wäre die Sache durch gewesen, sozusagen. Einmal separat abspeichern. Denn wären die Ruckler weg gewesen. So, wir haben 3600 Leutchen hier. Es steigt stetig nach oben. Wie ist das gerade mit Abfluggeschichte? Flugstatus. Dann mal kurz gucken. Wir haben 12:51 Uhr. Alles grün. Soweit. Das sind die Leute, die jetzt gerade am Gate sind. Im Landeanflug. Fährt auf Rollweg. Da ist nämlich eine große Maschine. Wir sind da. 345. 336, was haben wir denn noch hier? 440, 442, 517. Da ist eine ganz große Mühle. Galactic Point, wo kommt die? Um 20:02 Uhr. Das ist so die Abendgeschichte. So, aber wie gesagt, wir wollen das hier nochmal umbauen. Vielleicht kriegen wir das dahin, dass wir das ein ganz bisschen beschleunigen, dass der Weg noch kürzer ist. Ich meine, im Moment läuft das ja richtig gut. Also die Wartezeiten sind hier so gering. Der steht noch im Startbereich. 219 Minuten, das ist ja ewig lange noch. Die haben noch reichlich Zeit.
sich ihren Kram hier zu besorgen und hier noch durch die Sicherheit zu laufen und so weiter. Das ist noch massenhaft Zeit. Aber wie gesagt, das können wir ja auch noch alles verkürzen sozusagen, wenn wir die Laufwege ändern. Wenn wir sagen, die Laufwege, die wollen wir mal ändern, die wollen wir komplett umbauen. Deswegen lass uns mal die Abfallzone hier entfernen. Hoffentlich kriegen wir das hin. Wenn ich dir jetzt die sage, pass mal auf, wie mache ich das am besten? Gegenstände, genau, löschen. Nein, löschen will ich jetzt nicht. Wird das denn, ich hoffe, das wird... So, komm mal, lösch das mal. Ich hoffe, das wird gemacht. Ich glaube eher nicht, ne? Doch, markiert ist es. Alles klar. Gut. Jetzt müssen gleich die Arbeiter angekommen und das wegmachen. Dann wollen wir mal sehen, dass wir das hier entfernen. Und wir müssen hier oben... Wir müssen den Zaun nochmal ändern. Pass mal auf, wo ist denn der Zaun überhaupt? Pass mal auf, Objekte. Im Bau. Böden, alle Werkzeuge. Da, hier, Zaun. Da ist der Zaun. Super. Lass uns den Zaun nochmal so bauen. Machen wir dahin. Und da steht was drin, da steht was draußen. Also pass mal auf, wir machen das mal so. Zack. Jetzt reißen wir gerade die Dinger ab. Die Container. Und die werden ja ins Lager geschmissen. Wollen wir sehen, dass wir hier vielleicht noch eine zweite Straße angebaut kriegen. Dass wir das einmal entfernt kriegen. So, wir könnten auch das hier drüben kaufen. Hier drüben kaufen und sagen, Leutchen, hier drüben ist auch noch hier die Show. Wir können ja auch die Straße unterirdisch sozusagen von diesem Seite auf die andere Seite bekommen. Das wäre auch nicht das große Problem. Nur die Frage ist, ob die Wagen auch anhalten, wenn wir sagen, die Zone ist nicht an eine Straße angebunden, sondern weiter weg, ob die da auch anhalten. Super, das ist schon mal weg, das ist gut. Jetzt muss der Servicewagen bloß kommen. Und dann können wir auch noch eine zweite Straße hier anbinden, weil das dürfen wir nämlich. Das werden wir auch machen. Damit wir auch zum Beispiel jetzt den Abfall haben wir hier oben, dass wir auch vielleicht eventuell hier die Geschichte, die Anlieferung hier wegnehmen, das Lager wegnehmen, dass alles nach oben kommt. Dass wir das alles woanders hinbauen. So, pass mal, können wir ein bisschen schneller machen hier? Ja. So, Servicewagen kommt, die kommt hier hochgedackelt, die siehst du, wir machen den Zaun. Sehr schön. So, was haben wir Kohle? Wir machen eigentlich gutes Geld. Wir machen echt gutes Geld im Moment. Da sind wir noch ein bisschen... Ah, da müssen wir noch ein bisschen was sehen. Langeweile 62%. Frustration. Warum ist die Frustration so hoch? Ich glaube, das sind auch die langen Wege. Dass wir da vielleicht was machen können, dass wir das ein bisschen... Ja... Nach unten. Dass wir die Wege noch kürzer machen. Das wäre noch eine Maßnahme. Müssen wir mal schauen. Und vor allen Dingen können wir uns dann irgendwann drauf hinarbeiten, dass wir hier drüben... da noch die nächsten Gates bauen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal hier die Laufwege kürzer halten haben. Weil dann können diese Rolltreppen nämlich auch verschwinden. Und wie gesagt, wir können die Rolltreppen dann auch, pass mal auf, so, hier wegnehmen und sagen, wir machen die hier unten irgendwo hin. Müssen wir mal schauen. Guten Morgen, Katral. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. So, wie ist es jetzt? Seid ihr fertig? Die sind tatsächlich fertig. Ist ja der Hammer. Machen wir auf Pause. Dann können wir das hier gleich wegnehmen. Löschen. Und zwar das bis da, da, dahin. So. Und hier natürlich den ganzen Weg hoch. So. Bis ganz nach oben hoch. So. Das muss noch weg. Damit wir dann endlich die zweite Straße bekommen. Dann können wir die nämlich auch mit anbauen. Genau, entfernt das mal fix, dann können wir hier nämlich, wie gesagt, die Straße bauen. Was ist das hier? Ein oder mehrere Lagerzonen sind voll. Ich weiß. Was ist denn voll? Och, das Lager ist voll. Gut, aber wir können hier auf jeden Fall Straßen bauen. Jungs, das muss hier noch weg.
Jungs! Ach, wo sind die denn wieder? Weil das Lager voll ist, richtig? Oder kriegen die das noch abgebaut? Ach so, siehst du wohl. Wunderbar. So, pass mal auf Straßen. Und zwar. Mal, wollen wir sehen, dass wir die mal hier rüber bekommen. Die Frage ist, wo? Lass mal hier schon mal machen. So, pass mal so. Aber nein, Straße, ey. Und dann von hier aus hier weiter, ne? Genau, da anflanschen. Nur dich daran hier. Nein, die ganzen Pfeile sind verkehrt. Ach, großartig, abbrechen. Zack. Mist, ich habe die Pfeile verkehrt rumgemacht. Sind die da richtig? Auch verkehrt. Abbrechen. Da sind sie richtig. Ja, wunderbar. Läuft ja bei uns. Das läuft ja bei uns. So, mal schauen. So, hier. Zack und... Ja, weil ich die Maus drücke, ne? So, jetzt aber. So. Das müsste passen. Jetzt können wir sagen, hier Zone. Pass mal auf, keine Zone und Abfall. Wo ist denn die Abfallzone? Das müsste ja, wäre schöner, wenn das alphabetisch geordnet wäre, ne? Wäre schöner. So, wo ist denn hier Abfall? Lager, 1 von 1. Abreise, 1 von 1. Wartung, Abfall. Da, die Abfallzone. Die wollen wir doch hier oben hinbauen, aber das können wir nicht, weil die noch existiert. Mal auf. So, Abfallzone mal wegnehmen hier. Pass mal auf, die werden wir hier oben hinbauen. Abfall. Und zwar hier hin. Zack, Abfallzone ist dahin und die ganzen Mülltonnen sind voll. Abfallzone ist auf jeden Fall voll. Und die Anlieferungszone, die können wir auch nochmal ändern. Oder sollen wir die lassen? Wir können die auch lassen. Also so viel Krams haben wir eigentlich nicht, dass wir hier im Gange sind. Aber auf jeden Fall brauchen wir erstmal Luft ein bisschen. Abfall. Warte. Wo sind die ganzen Objekte? Objekte kommen vor. Nein, Operation. Da ist es doch. Die Mülltonnen. Wie viel haben wir denn da? 26 auf Lager. Die werden wir doch mal hier hin operieren. Das können wir nämlich. Ja. So. Das müssten erstmal genug sein. 24. Ja, die Reihe noch mehr. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Mülltonnen. So, die bauen die Straßen fertig. Und wir brauchen Platz im Bereich. Ja. Anlieferung. Und Lager. Das Lager ist viel zu klein. Viel zu klein. Das Lager. Was machen wir da? Ach, warte mal. Wir können aber lagertechnisch was machen. Objekte. Warte mal, wo war das hier? Objekte. Operation. Wo waren diese Regale? Werkzeugschrank. Nee, die sind es nicht. Lagerregale. Da sind sie. Die wollen wir haben. Lagerregale. Genau. Die brauchen wir nämlich reichlich. Oh, warte mal. Entschuldigung. Ah. Ist egal, ne? So. Machen wir mal ein Hochlager draus. Oh. So, das langt. Machen wir dann Hochlager draus. Fertig, aus Ende. So. Anreise. Die Anreise wollen wir nochmal verändern. Die Anreise soll nämlich hier unten hin. Ach Gott, das wäre ein Autosave. Ganz wichtig. Oh, ne, das ist schlecht, das Ganze. So. Wie gesagt, wir bauen den ganzen Müll noch immer um. Das muss nämlich sein. Das nützt ja alles nichts.
Haben wir letztes Mal schon gemacht. Letztes Mal haben wir es umgebaut alles und jetzt schon wieder umbauen. Ne? Aber wir wollen das ja, das Ganze noch ein bisschen schneller machen. Wir wollen das ja sehen, dass das Ganze hier ein bisschen arbeitstechnisch schneller vonstatten geht. Lass uns mal hier die Bank mal demontieren. So, die wird mal rausgerissen hier, die Bank. Die muss weg. Da haben wir hier unsere großen Fluginformationstafeln. Die können wir auch lassen. Wir können hier oben auch noch welche machen. Das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ne, kriegen wir locker hin. Operation, wo waren die Dinger da? Große Informationstafeln. Die lassen uns doch mal hier hinbauen. Zack. Und zack. Die hängen ja an der Decke zum Glück, ne? Das ist ja alles nicht so schlimm. Die hängen ja zum Glück an der Decke. So, das haben wir. Jetzt müssen wir hier nochmal die Tür rein haben. Eine große Schiebetür. Zack, da ist eine große Schiebetür drin. Dann machen wir nämlich den Anreisebereich. Den machen wir nämlich hier vorne her. Dass wir die hier vorne durchgeschleust kriegen. Und dann wird diese Treppe noch geändert. Die wird noch umgebaut. Das wird eine Treppe nach oben demontieren. Zack. Na, die sind erstmal am Wühlen. Die müssen erstmal was auf die Beine stellen. Das nützt mal nichts. Das muss erstmal alles fertig sein. So. So, mal auf Anreise. Wo ist denn hier Anreise? Anlieferung, Anreise. Da ist Anreise. So. Sollen wir den nochmal. Ich wollte gerade sagen, betrügen. Nein, wollen wir nicht. Wir können ja mal sagen, Anreise bis dahin. So, wupp. Wir nehmen das andere mal weg hier. Und zwar, das nehmen wir einmal weg. Bis dahin. Keine. So, dann haben wir dann nämlich Anreise. Was ist denn das jetzt wieder? Ach, eine Ticketzone, was Anforderungen füllen. Die kann nicht erreicht werden. Ja, ist klar. Kriegen wir aber hin. Augenblick. Operation. Rolltreppe nach oben. So, dahin. Palim, palim. Da Rolltreppe nach oben. So. Jetzt brauchen wir nochmal Objekte, Böden. Haben wir irgendwas für draußen? Was ist das hier? Fußboden, Fußboden. Haben wir irgendwas draußen, 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 draußen? Ich glaube, das ist ganz unten, ne? Nee, auch nicht. Innen. Innen, innen, innen. Alles für innen oder was? Wo ist denn das für draußen? Wir hatten doch für draußen auch irgendwo was, ne? Irgendwo war doch was für draußen. Innen. Ach nee, warte mal, das war woanders. Das war wo. Da, Bürgersteig. Zack, da war der Bürgersteig. Den wollen wir noch hier haben. So, Bürgersteig. Jetzt kommen die Busse nämlich extra hier rübergefahren. Ich hoffe, dass die selber einlenken. Nee, jetzt befürchte ich fast, dass es sich das Ganze hier staut. Naja, gut. Ich muss es immer. So, pass mal auf. Und dann müssen wir diese beiden auch noch wegnehmen. Rolltreppe demontieren und die genauso. Die nehmen wir beide einmal weg. Und die werden wir nochmal umbauen. Und zwar andersrum stellen. Weil hier unten ist mehr Platz. Jetzt nicht gerade in dem Bereich, sondern weiter hier runter. Da bauen wir die beiden Rolltreppen hin für runter. So, Rolltreppe, Rolltreppe, alles für Objekte, so und Operation, da, Rolltreppe nach unten. So, dahin, ne? Machen wir zwei? Machen wir zwei, ne? Ja, zwei Rolltreppen nach unten. So. Jetzt sind die Damen hier gerade reingerannt. So, die verteilen sich hier, laufen da hoch. Jetzt müssen wir denen natürlich noch sagen, wo sie rein sollen, ne? Ich meine, die können ja beide Wege nutzen, weil die Bahn ist ja auch da, ne? Siehst du wohl. Ach, das ist der Bahn, vollkommen Schnurzpiepe, ne? Wo die reinlaufen, das ist denen echt Wuppe, sozusagen.
Na cool, aber das verläuft sich jetzt ein bisschen besser. Dann laufen sie hier durch und da runter. Ach, jetzt nutzen sie... Na cool, das Update war da und hat jetzt hervorgebracht, dass sie die Rolltreppen nicht mehr nutzen, wenn die nicht mehr stehen. Also nicht gebaut sind. Das finde ich auch cool. Das finde ich auch nicht schlecht. So. Aber es läuft jetzt ein bisschen. Ich hoffe, es läuft jetzt zügiger. Ich hoffe, es läuft jetzt zügiger. Eigentlich, wenn wir die hier wegnehmen, na gut, dann hätten wir hier oben richtig viel Rabatz, ne? Ist schon in Ordnung. So, lassen wir so laufen. Was haben wir jetzt? 2,2 Millionen wieder auf dem Konto. Meine Güte, das läuft ja wieder bei uns, ne? Das muss ich mal sagen. So, was haben wir jetzt? 5 Uhr hast du nicht gesehen. Okay, pass auf. Lass mal nochmal, wenn wir schon hier vorne bei sind, ne? Lass uns das nochmal schicker machen. Guck mal, wie können wir das denn noch schneller machen? Wie können wir nicht? Die müssen den Weg da rumnehmen. Gut, die müssen jetzt mal mit der Rolltreppe rauf mit dem scheiß Gepäck, ne? Naja gut, irgendwas ist immer. Irgendwas ist ja immer. Was macht man da? Gar nichts am besten. Das lassen wir so. Was haben wir denn hier noch? Ah ne, warte, wir wollten ja vorne was machen. Genau. Wir wollen das vorne hier ein bisschen schicker machen, ne? Also ein bisschen dekorativ das Ganze gestalten. Und zwar Dekoration. Was haben wir denn Schönes? Innenbereich. Was haben wir denn für Außen? Oh, hier Palmen. Erstmal Licht hier, ne? Draußen Flutlichtanlage. Außenlichtmast. Außenflutlicht. Ja, wenn, dann wollen wir da ein bisschen Licht haben hier draußen, ne? So, zack. Da noch ein bisschen Licht hin. Ach, da ist schon Licht. Okay. Wir wollen das ja beleuchten hier. Das nützt ja nun mal alles nichts. So, hier haben wir Bäumchen. Lass mal ein bisschen Bäume pflanzen hier, ne? Auch wenn es jetzt... Ne? Ich weiß nicht, was blockiert durch Baum? Was kostet es der Baum überhaupt? 1500. Ja gut, also was? Wir haben das Geld ja, so ist das wohl nicht. Das Geld haben wir. So, was haben wir hier? Baum 1. Oh, hier ist kleines. So, da haben wir Bäumchen. Was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn noch für draußen? Haben wir nicht Blumenbeete oder so Krams? Die wir draußen noch hinbauen? Hier sowas, ne? Da. So. Den brechen wir mal ab. So. Was haben wir noch? Nur außen. Ach, hier hübsch, ne? Was Gelbes. Sehr cool. Was ist das hier? Auch nur für außen. So. Ist noch was Schönes. Hier, dekorativ. Das ist was für außen hier. Kommt dahin und dorthin. So. Ach, das ist doch herrlich. Das sieht doch noch was aus. Damit der Flug aber ein bisschen schöner wird, ne? So, hier ist die Abreise. Da müssen wir nochmal die Zone ändern. Pass mal auf. Anreise, Anlieferung, Wartung, Abfall. Lager, Abreise, da. Ne, warte mal. Nee, wir müssen was entfernen. Und zwar hier. Das hier. Und das hier. Und das hier auch. Das war wieder zu langsam. So. So. Aber wie man sehen kann, ist doch wieder Ruckler drin. Aber wie gesagt, letztes Mal funktionierte das, wenn ich hier gespeichert habe und dann war das Ruckeln weg. Ich habe auch die Grafikqualität ein bisschen runtergeschraubt.
Vielleicht hilft das auch noch. Aber wie gesagt, komischerweise, mein Rechner hat da nicht zu kämpfen. Also jetzt nicht, dass er hier arbeiten muss. So, wie sieht's aus? Planungstechnisch, mal schauen. Am Gate. Wann fliegt er ab? Abflug 10.30 Uhr. Oh, 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 oh. Was ist mit der Maschine los? Das ist eine von denen hier, ne? Ja, auch nicht. Wo sind die hin? Ich hab gar nicht geguckt, was für ein Gate das war. 4 Minuten. Da. Da kommen die letzten angetrödelt. Meine Güte, Leute. Das kann doch nicht sein. Wo hat das denn wieder geklemmt? Hier genauso. Wo klemmt das? Was ist denn hier los? Sind das vielleicht die Rolltreppen, dass wir da noch ein bisschen was machen müssen? Ich würde sagen, das sind sogar die Rolltreppen. Die müssen wir echt nochmal ändern. Dass wir da nochmal sagen, zwei nebeneinander, das kriegen wir nicht alles verbaut hier. Die hängen sich in den Rolltreppen fest. Meine Güte. Das haben die auch gepatcht. Warum machen die sowas? Warum machen die sowas? Oh mein Gott. Okay, gut. Wir müssen an den Rolltreppen was tun. Das ist Rolltreppe nach unten, da vorne. Hier klemmen sie nämlich auch fest. Die wollen nämlich alle nach oben. Wir müssen mal den Baum hier kurz mal demontieren. Bauen wir da noch eine zweite Rolltreppe rein. Nach oben. So, warte mal. Rolltreppe, Rolltreppe, Rolltreppe. Wo ist das hier? Zack. Operation. Rolltreppe nach oben. So. Jetzt muss nämlich da hin. Wenn die das noch weggenommen kriegen. Dann haben sie das auch gepatcht, dass die, dass es zu viele Leute sind halt eben. Weil vorher war das nämlich kein Problem. Da hast du die Leute da ohne Probleme hochgequetscht gekriegt. Und das ist jetzt aber nicht mehr möglich. So. Rolltreppe nach oben. So, bitteschön. Haben wir. Das müssen wir genau das gleiche Spiel hier auch machen, ne? Theoretisch. Warum machen die dann Schlenker? Warum? Okay, das müssen wir hier genauso machen. Rolltreppe nach unten. Es geht nicht, weil... Ach du grüner Gott, da fehlt ein bisschen Platz. Gut, das ist aber jetzt nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Pass mal auf, Objekte, Fundamente. Mach das doch ein bisschen größer. So, zack. Das machen wir unten genauso. Zack, siehste. Damit wir da noch eine mehr hinkriegen. Das können wir hier theoretisch auf dieser Seite genauso machen, ne? Das könnten wir theoretisch, das machen wir auch genauso auf der anderen Seite auch. So. Und im Keller genau das gleiche Spiel. So, damit wir mehr Fahrstühle hier bekommen, damit wir schneller hier die Leute hier verarzen können. Ich weiß nicht, wie das hier oben ist. Jetzt haben wir natürlich viele Maschinen, die hier... Was haben wir hier? Noch, oh, hier fehlen noch so viele. Wo seid denn ihr? Die sind im kompletten Airport verteilt. Warum? Es sind nur noch 53 Minuten. Wo sind die alle? Warum? Aber die sind auf jeden Fall nicht mehr im Eingangsbereich. Warum lungern die hier rum? So.
Warum gehen die runter? Warum sind die runtergegangen? Die sind runtergegangen, um wieder rauszugehen, oder was? Noch 4 Minuten, das wird nichts, Leute. Das wird so knapp. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, warum die gerade wieder runtergelaufen sind. Fehlt euch hier irgendwas? Ist irgendwas hier im Argen, was woanders interessanter wäre? Auf jeden Fall liegt der massenhaft Müll rum. Wo ist denn hier Service? Warte mal. Da ist die Mülltonne. Die überteuerte Mülltonne. So, da noch eine hin. So, wie ist das hier oben? Sieht das gleich aus wie bei Harry, ne? So. Ich hoffe, wir haben jetzt Platz gemacht. Ich glaube, das ist fertig, ne? Ja, siehst du, wunderbar. Dann können wir doch mal sehen, dass wir hier das weggenommen bekommen. Bau. Löschen. Und zwar das hier. Das hier. Und im Keller genau das gleiche. Und hier auch. Na? So. Und Fußboden. Jetzt brauchen wir noch einen Fußboden. Was haben wir denn hier für einen Fußboden genommen? Kleine feine Fliese. Ist ja egal. Nehmen wir eine neue. Mach das mal fix weg. Los. So, da nochmal hin. Das machen die unten genauso. Ihr habt da was vergessen. Leute, da fehlt noch ein Stück. Alter, wenn man nicht alles selber macht, ne? Aber ich kann ja schon mal die Rolltreppen dahin bauen. So, Objekte. Die Operation, da muss ich hin. Rolltreppe nach unten. Warum nicht? Hallo? Nach oben geht, nach unten geht nicht, oder was? Was ist los? Warum geht das hier nicht? Ach, weil die noch im Bau sind. Ach, großartig. Da müssen wir noch warten. Hier genauso, weil da noch was rumsteht. Okay. Gut, müssen wir warten. Warten wir ab, bis sie fertig sind. Oh, das ist auch durch. Dann können wir da nochmal Fußboden. Augenblick. Böden. Und zwar die hier. Und dann dort. So. Haben wir das auch? So. Wie gesagt, Objekte. Wo war das jetzt hier? Komfort Operation. Da. Müssen wir warten, bis sie fertig sind. Na, die sind ja gerade am Rackern. So, was ist hier los? Er macht gerade sauber. Ja, wie gesagt, wir müssen sehen. Jetzt müssen wir echt sehen, dass wir mehr Rolltreppen bekommen. Und das sieht hier aus wie bei Hempels. Alter Freund, wie ist das eigentlich mit Permanent Service hier? Hausmeister. Wir haben 20 Hausmeister. Wo lungern die eigentlich rum? Das sieht nämlich aus wie bei Harry hier. Meine Güte. Schlimm, schlimm. So, seid ihr jetzt fertig? Weil das blockiert hier unheimlich. Die kommen hier nicht alle runter. Hunger. Oh, die haben sehr derbe Hunger. Rolltreppe nach unten. Kriegen wir das jetzt hin? Immer noch nicht. Warum nicht? Ach, die sind noch nicht fertig. Ja, wir kriegen die nicht alle untergebracht. Wir kriegen die nicht untergebracht. Ich mag da gar nicht drauf gucken. Oh mein Gott! Ja gut, okay, wie gesagt, Plan ist, Rolltreppen verbessern.
das nützt alles nichts.